Eine verkohlte Hose. Verbrennungen dritten und vierten Grades. Das sind die Folgen eines dramatischen Unfalls. Mehdi Peyani aus Zürich zeigt Kassensturz seinen explodierten Akku. Dieser Akku ist meine Hosentasche explodiert und ich habe so eine enorme Schmerz und Verbrennung am Oberschenkel, dass ich 5 Tage musste im Spital verbringen. Und bis heute bin ich schockiert. Das kam so. Seit 2 Jahren benutzt Mehdi Peyani eine elektrische Dampfzigarette. Der ehemalige Kettenraucher ist ein überzeugter Dampfer. Das Gerät habe ihm geholfen, vom Tabak wegzukommen. Ich glaube, E-Zigaretten schaden viel weniger der Gesundheit. Und seit 2 Jahren fühle ich mich viel besser. Nur das einzige Problem beim E-Zigaretten ist, der Akku hält nicht lang. Deshalb trägt er immer einen Reserveakku in der Hosentasche, wenn er das Haus verlässt. So auch am 12. Dezember letzten Jahres. Als Mehdi Peyani nach Hause zurückkehrt, passiert es. Ich komme nach Hause zurück und wollte gleich Lift einsteigen. Plötzlich hat hier gebrannt, etwas Schmerzhaftes und Licht, mit viel Licht und Feuer. War ich schockiert, ich wusste nicht, was es überhaupt ist. Habe ich schnell in die Tasche eingegriffen und die Batterie, meine Hände ist gebrannt, habe ich weggeschmissen und dann meine Hose zerrissen. Aber ich war so schockiert, wenn in diese kleine Lift passiert wäre. Was hätte ich erlebt? Die schwere Brandverletzung machte eine Hauttransplantation notwendig. Die Wunde auf dem rechten Oberschenkel muss Mehdi Peyani täglich behandeln. Wie gefährlich sind solche Lithium-Ionen-Akkus? Marcel Held, Batterieexperte bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA, weiß, ist die Plastikhülle des Akkus verletzt, kann es zu einem gefährlichen Kurzschluss kommen. Der ganze Becher da, das ist eigentlich der Minuspol. Und hier in der Mitte, das ist der Pluspol. Die sind sehr nahe zusammen. Und wenn man das verbindet, leitend verbindet, könnte ein Kurzschluss entstehen. Und das ist gefährlich. Marcel Held zeigt, warum man diese Akkus nie ungeschützt transportieren sollte. Also was passiert, wenn man so einen Akku los im Hosensack herumträgt und die Isolation vielleicht schon ein bisschen beschädigt ist durch Münzen oder Schlüssel? Und das will man jetzt mal anschauen. Es kommt zum Kurzschluss. Im Sicherheitslabor der EMPA simuliert Marcel Held einen Kurzschluss mit mehreren Münzen in der Hosentasche. So wie im Fall von Mehdi Peyani aus Zürich. Was wir hier jetzt gerade gesehen haben, das ist ein sogenanntes thermisches Durchgehen von diesen Zellen. Die Akkus haben ja sehr hohe elektrische Energiedichte, sind darum auch sehr beliebt. Leider sind es in der Regel auch die, die am gefährlichsten sind. Und bei dem thermischen Durchgehen können Temperaturen bis 800 Grad entstehen. Hemag Nova heißt der größte Schweizer Importeur von E-Zigaretten und den dazugehörigen Akkus. Geschäftsführer Stefan Meile sind die Unfälle bekannt. Er relativiert aber die Verletzungsgefahr im Umgang mit solchen Stromzellen. Also wir bedauern den Vorfall von Herrn Peyani außerordentlich. Ich will aber darauf hinweisen, dass es sich da um einen Einzelfall handelt. Seit 2010 hat unsere Firma über 600'000 Akkus verkauft und wir haben seither 2 Vorfälle gehabt. Und das ist jetzt der erste Vorfall mit Personenschaden.
Zudem sind sicher die Umstände nicht optimal gelaufen. Grundsätzlich Batterien, die ausgasen oder explodieren, das ist nicht das Problem von E-Zigaretten, sondern das ist ein allgemeines Batterieproblem. Wenn man Batterien transportieren will, empfehlen wir einfach immer, Sicherheitscases mitzuführen, dass es gar nicht möglich ist, dass es einen Kurzschluss geben kann. Mehdi Perjani will auch weiterhin nicht aufs Dampfen verzichten. Seine Reserveakkus aber trägt er in Zukunft nur noch gut geschützt bei sich.